Montagmorgen, ich habe das Wochenende hier oder den Sonntag erfolgreich überstanden. Ich hatte noch einen Zettel hier vorne am LKW, habe erst gedacht, ich habe einen Strafzettel bekommen, aber dann hat jemand geschrieben, ich bin Stefan, Truck Around the Clock, der hat im Livestream gesehen, war um 3.40 Uhr hier und hat mir diesen Zettel in die Windschutzscheibe reingemacht, an den Scheibenwischer, also wirklich witzig. Deswegen Grüße gehen raus an dich, ich werde mich auf jeden Fall noch bei dir melden. Witzig. Und dann geht's los. Jetzt fahre ich erstmal über die Öresundbrücke, beziehungsweise erstmal Kopenhagen. An Kopenhagen vorbei, dann Öresundbrücke rüber nach Schweden. Und ausladen. Da müsste ich eigentlich jetzt perfekt um 8 Uhr ankommen bei denen, bei dem ersten Kunden. Und dann hoffe ich mal, dass es da einigermaßen zackig geht. Dann fahre ich zur zweiten Abladestelle und dann natürlich wieder zur Ladestelle. Also heute ist schon noch ein bisschen Programm. Kurz vor Kopenhagen, ich habe ein bisschen im Berufsverkehr gesteckt, aber ich muss sagen, die Dänen fahren eigentlich sehr angenehm, wie die Engländer ein bisschen, also da stresst keiner rum und so, das ist wirklich entspannt. Und ich fahre jetzt hier weiter Richtung Malmö, die Öresundbrücke ist nicht mehr so weit entfernt, noch sind 20 Kilometer müssen es sein, ja 25 Kilometer, dann hoffe ich mal, dass da, jetzt sitzt aber hier, dann hoffe ich mal, dass da alles klappt. Glaube ich lieber mal hier auf die mittlere Spur. Oh, da lässt mich schon wieder einer raus. Verrückt. Aber jetzt wird sich da glaube ich auch keiner mehr reindrängen. Ich habe nur Schiss, dass da wieder so ein Spezialist ist, der sich ganz vorne reindrängen will, aber nicht reinkommt. Die Mautstation da unten oder die Zahlstation. Da muss ich jetzt mal gucken, wo ich da hinfahre. Am besten, am blödsten, am geschicktesten. Ich gucke erstmal hier. Mal gucken, ob das klappt. Wahrscheinlich war ich auch in der falschen Spur, aber es hat ja geklappt, nur das mit dem Aussteigen ist natürlich ein bisschen blöd. Weil man die Tür nicht ganz aufkriegt, weil das so eng ist, aber gut. €194.
Jetzt habe ich noch zu fahren eine halbe Stunde, dann bin ich in Skrup. Um 7:45, das passt. Hier ist jetzt meine Ausfahrt, Skrup. Das Industriegebiet ist nicht weit weg. Also ich habe jetzt noch, wie viele Kilometer sind das? 1,5 Kilometer von hier. Also ist ums Eck. Die Schweden fahren genauso angenehm wie die Dänen. Also sehr defensiv entspannt einfach. So, stopp. Ich wurde darauf hingewiesen, in Schweden und Dänemark und Skandinavien allgemein nur 85 zu fahren. Oder jetzt ja 83. An Stoppstellen immer anzuhalten und bei Rot auch. Also bei Rot halte ich ja sowieso immer an, aber man soll halt nicht noch so versuchen, bei Gelb rüberzukommen, weil die einen wohl da richtig verknacken, wenn man dabei erwischt wird. Großzügiges Industriegebiet. Auch in Schweden ist man vor selber abladen nicht sicher. Ich muss jetzt hier noch die Seite wieder zumachen, weil ich hatte die ganzen Paletten gegurtet. Und dann geht's weiter. Ich habe von hier 2 Stunden bis zur zweiten Abladestelle. Das langt mir also noch in der Lenkzeit. Und dann hoffe ich mal, dass es da genauso zügig klappt wie hier. Was sie hier irgendwie immer ganz gern machen, sind diese so Slaloms, wenn sie irgendwelche Spuren. Also man muss erst von der linken auf die rechte und dann von der rechten auf die linke, anstatt dass man das einfach gleich nur auf die linke Spur lenkt. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das so ist. Und was hier natürlich auch mega geil sind, sind diese Gigaliner. Also bei uns heißen sie ja Gigaliner, hier ist das ja ganz normal. Die haben dann so einen praktischen Motorwagen und dann mit so einer Dolly einen Sattelauflieger noch hinten dran. Und dürfen sogar bis 60 Tonnen haben. Also in Deutschland ja nur bis 40, hier bis 60 Tonnen. Und auch höher als in England. So hoch wie in England. Höher als in Deutschland. Ich glaube 4,30 Meter oder 4,40 Meter sind die hoch. Aber da gibt es sicherlich einen Experte, der das genau weiß, weil ich kenne hier noch nicht so perfekt aus. Sieht halt noch nicht aus, als ob der Kran da ist. Also stelle ich mich mal jetzt erstmal hier irgendwo hin. Lieber da rechts hin. Sollte ich eigentlich keinen blockieren. So, der Kran kommt erst in einer halben Stunde. So lange kann ich hier schon mal vorbereiten. Oh, warum lässt sich denn das Dach so schwer ziehen? Normalerweise ist da oben so eine Stelle, wo das Dach einrasten kann.
Aber bei dem Auflieger hier irgendwie nicht. Jetzt hoffe ich mal, dass es offen bleibt. Oh. So. Weil ich kann es ja auch nirgendwo einhaken oder so. Der Kran ist da. Jetzt geht es erstmal weiter. Maschine abladen und dann habe ich 2 Stunden von hier zur Ladestelle. Zweiter Kunde ist jetzt auch unten. Jetzt geht es auf zur Ladestelle. Da bin ich um 14:45. Es ist laut Google eine relativ große Firma. Also mal gucken, wie das da so läuft. Faustregel ist ja bestens bekannt. Ich lasse mich mal überraschen. Es sind 120 Kilometer nochmal hier quer rüber Richtung, na, wie heißt die Stadt? Christianstadt, genau. Ja, ist ja gut. Hier mal wieder so Slalom. Ständig sieht, sind so schick gemachte LKWs. Brauchen 37er Scania und immer mit Lampen dran und so. Also, das ist schon, ist mir echt krass aufgefallen, dass sie hier wirklich fast wie die Holländer immer so schicke LKWs haben. So, muss ich jetzt hier hin, oder? Wie sehe ich das? Falsch. Aber ich glaube, hier ist falsch. Naja, ich gehe jetzt mal da vorne an die Pforte. Und dann sieht man es ja gleich, was da ist. Natürlich war ich falsch, war ja klar, bin eins zu früh rein. Ich stehe jetzt an der Rampe. Es gab noch kleine Probleme mit der
mit der Liefernummer, Lieferscheinnummer, Ladenummer, wie auch immer. Und ja, jetzt lade ich so Papierrollen und die müssen alle Papierrollen, die sind so Dreierstapel und jetzt müssen sie unter jede Papierrolle eine Palette tun. Das heißt also, einer hat jetzt die Rollen herausgefahren, jetzt nehmen sie sie wieder mit dem Stapler und tun die alle einzeln auf die Palettenschein. Also das kann ja noch eine ganze Weile dauern, bis ich hier wieder wegkomme. Und dann muss ich ja noch alles gurten, also das darf man nicht machen, während die laden, sondern die laden jetzt. Dann muss ich vorfahren. Oh, da ist wieder so eine Fliege drin. Da muss ich vorfahren und dann alles gurten. Ja, so ist das halt. Unglaublich aber wahr, ich habe tatsächlich geladen. 16.48 Uhr ist es jetzt. Oh, ich glaube, ich fahre ja gerade ein bisschen falsch. Egal, fahren wir halt noch über die Waage. Auch nicht schlecht zu wissen. Und 17 sind wir über 40. Ach, 37. Ist ja harmlos. Und jetzt auf jeden Fall habe ich ja diese Papierrollen geladen und dann durfte man ja beim Laden nicht auf die Ladefläche. Und da konnte ich natürlich nichts vorbereiten. Und jetzt musste ich dann alles, als ich dann endlich die Papierrollen auf alle einzeln auf Paletten gestellt hatte, konnte ich dann endlich rein. Und dann musste ich halt oben rumklettern und so. Also es wäre deutlich schneller gegangen, wenn ich die Gurte hätte gleich drüber machen können. Aber ja, so ist es halt. Da hinten taucht die Öresundbrücke auf. Jetzt ist hier auch die Last Exit in Sweden hier rechts. Steht auf dem gelben Schild. Und jetzt gucken wir mal, ob ich nicht von der Seite aus irgendwie dieses blöde Ticket ziehen kann, ohne aussteigen zu müssen. Aber ich sehe mich schon wieder gleich neben dem LKW stehen und kaum raus bzw. reinkommen. Aber jetzt halte ich mal ein Stückchen früher an, dann komme ich wenigstens gescheit raus. Der hat mir jetzt gerade geholfen, weil die Karte ging nicht. Liegt wohl irgendwie an der Währung. Keine Ahnung. Und er hat gesagt, ich soll wenn man in die grünen Spuren fährt, dann kann man dort auch mit Karte zahlen. Also wieder was gelernt, wie das richtig funktioniert. Es kam natürlich kein Parkplatz. Jetzt fahre ich mal hier ins Industriegebiet und guck mal da, ob ich nicht da was finde. Das sah ja drüben in Schweden so schön aus, da war immer so viel Platz. Vielleicht ist das hier ja auch so. Das wird mir nämlich noch vor 19 Uhr reichen. Ich kenne halt die Strecke hier nicht. Ich habe gedacht, hier bei Kopenhagen kommt bestimmt auch noch mal ein Parkplatz früher. Aber da kam einfach gar nichts. Ja, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich da hinten stehen kann. Durchgestrichelt. Perfekt. Leider etwas abschüssig nach links jetzt, aber egal, ich drehe jetzt nicht mehr um. Es schläft sich halt ein bisschen angenehmer, wenn der LKW gerade steht, aber lieber so und ein bisschen schräg als gar kein Parkplatz und eine 15er Schicht angefangen, unnötigerweise. Ich bin seit 6 Uhr morgens unterwegs, ich bin jetzt hier kurz vor Rotby, vor der Fähre. Ich weiß jetzt nicht, wie die Abfahrtszeiten hier sind, also von Puttgarden nach Rotby fährt sie immer Viertel nach Viertel vor. Ich hoffe mal, das ist in die andere Richtung auch so, weil ich bin so ziemlich genau um 8 Uhr da und dann hoffe ich natürlich, dass ich auch auf die Viertel nach der Fähre draufkomme.
Regen steht ja jetzt eine Ewigkeit rum, unnötig. Daran habe ich heute Morgen nicht gedacht, sonst wäre ich vielleicht ein bisschen früher losgefahren. Aber egal, es wird schon irgendwie klappen. So, jetzt mal schnell Ticket holen. Bin ich auf der guten Seite, dann kann man nämlich gescheit aussteigen. Letztes Mal war ich ja auf der anderen Spur, da wo der Bulgare hin musste, und dann steht man da so nah an der Wand, dass man kaum rauskommt. Perfekt. Perfekt. Ich bin wieder im LKW, ich habe gut essen können. Ich habe für 8 Euro so ein All-You-Can-Eat-Buffet hier im Schiff bekommen. Also da kann man wirklich nichts sagen. Habe mich jetzt schön mit Pfannkuchen und allem Scheiß vollgestopft, was ich seit 1,5 Wochen nicht mehr gegessen habe. Und jetzt warte ich mal, dass hier das Tor vorne aufgeht. Und dann geht die wilde Fahrt weiter. Ich habe jetzt hier noch knappe 600 Kilometer, also 562 Kilometer bis Fulda, das ist mal so mein Ziel. Da gibt es nämlich eine LKW-Waschanlage. Und vielleicht kann ich dann endlich mal waschen. Ich schiebe das jetzt ja schon seit einer Woche fast vor mir her. Aber irgendwie hat es einfach nie geklappt. Und vielleicht kriege ich es ja heute hin. Aber ich sehe schon, kommen wieder irgendwelche Vollsperrungen dazwischen und was weiß ich noch alles. Sicherheitsabstand schön rein, den man da fährt, die 50 Meter, das macht also hier immer nichts.
Hier ist Überholverbot für LKWs schon, schon eine ganze Weile. Und erstaunlicherweise halten sich sogar die meisten dran. Es sind nur ein oder zwei, haben sich vorgedrängelt. Und sonst, man sieht es ja, bis zum Horizont, keiner auf der Mittelspur. Das ist eigentlich nicht normal. Normalerweise drängeln sich immer irgendwelche Schlaumeier vor. Und dann dauert es halt für alle länger, weil die sich dann vorne reindrücken. Ja, aber hier läuft es ja noch einigermaßen. Ich meine, 3 Minuten Verzögerung, sagt das Navi, das stimmt normalerweise dann auch. Also mal gucken. Vor mir fährt auch so ein... Vor mir fährt auch so ein richtig schicker Actros hier mit My Sport is Transport. Lampen an der Seite und so einer geilen Stoßstange hinten. Mit 3 Blinkern und so. Der kam vorne natürlich reingelassen. Auch weil er aus Calw kommt und natürlich weil er Merzer fährt. Märzerfahrer müssen ja zusammenhalten. Ich mache jetzt hier eine 3/4 Stunde Pause. Da kann ich nochmal fahren und dann fahre ich aber zur Waschstraße. Denn ich hoffe mal, dass ich heute endlich mal waschen kann. Dass ich es endlich hinkriege, das Ding mal sauber zu machen. Muss ich gerade mal irgendwie gucken, dass ich mich hier irgendwo gescheit hinstelle. Dann stelle ich mich hier einfach auf die Schwertransportspur. Ist ja noch eine 3/4 Stunde. Jetzt von hier zur Abladestelle noch 616 Kilometer und ich mache jetzt heute eine 10er Lenkzeit, damit ich morgen in 4 Stunden bis zum Kunde komme. Und ich will ja noch waschen gehen. Ich hoffe mal, ich kriege das jetzt diesmal endlich hin. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich wieder auf den, ob ich es nochmal beim Cologne Truckwash da probiere, beim Lofeldner Rüssel, oder ob ich auf so ein Autohof fahre, der da so eine Waschstraße hat. Das muss ich mir noch überlegen. Vielleicht fahre ich auch erstmal in Kassel raus und guck mal, ob ich da waschen kann. Und wenn ich da waschen kann, wasche ich da. Und wenn nicht, dann fahre ich zu dem Auto weiter. Und vielleicht gehe ich mich jetzt selber noch kurz waschen, weil ich habe jetzt auch schon seit, wann habe ich nicht mehr geduscht? Seit Sonntag? Ja, ich glaube, seit Sonntagabend habe ich nicht mehr geduscht. Und das ist jetzt nötig. Und dann hoffe ich mal, dass es alles klappt mit dem Waschen. Die 7 ist echt eine Kackautobahn. Ich habe jetzt vorhin schon, keine Ahnung, bestimmt 15 Minuten verloren im Stau. Jetzt habe ich schon wieder 26 Minuten Verzögerung im Navi. Und leider ist mein Navi immer relativ genau bei Stau. Das heißt, wenn da Stau steht, dann ist da normalerweise auch Stau. Und wenn da 26 Minuten stehen, dann sind es meistens auch 26 Minuten. Naja, so. Jetzt geht es gerade weiter. Ach, ist das ein Spaß. Der nächste Stau. Also wenn ich über die Autobahn jeden Tag fahren müsste, da würde ich aber durchdrehen. Oh, ist das ein Dreck hier. Das ist echt nicht mehr normal. Also wirklich nicht mehr normal. Und hier drängeln sich natürlich jetzt alle vorbei und vorne wird es dann zweispurig und dann müssen alle vorne rein. Und dann dauert es natürlich noch länger. Ich habe es jetzt bis zur Waschstraße geschafft. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen warten, bis es da losgeht. Das Problem ist nur, ich habe jetzt 9 Stunden Lenkzeit weg. Und wegen dem ganzen Staugedöns und so, ich habe ja gedacht, vielleicht schaffe ich es, dass ich von hier dann in 4,5 Stunden bis zur Abladestelle komme, aber das kann ich jetzt vergessen. Vielleicht bleibe ich jetzt auch einfach hier stehen und mache hier eine 9er Pause und fahre dann morgen in aller Frühe los. Ja, kann man halt nichts machen, wenn die Autobahn so kacke ist. Was hier bei der Waschstraße gut ist, das ist ja so eine Art Autohof. Wenn man hier wäscht, dann kriegt man ein Essen umsonst, einen Kaffee umsonst und man kann auch die ganze Nacht umsonst parken. Das ist also wirklich top. Kann ich nur empfehlen, das ist hier an der A7 Homberg, Ausfahrt Homberg-Efze und dann aber nicht beim Autohof raus, sondern eine weiter runter. Aber das sieht man eigentlich, sobald man von der Autobahn runterfährt. Also wer mal waschen muss und parken muss oder will, der kann hier, jetzt muss dann natürlich nachher nur noch das Waschergebnis stimmen. Aber davon gehe ich mal aus. Ich habe mich jetzt entschlossen, doch hier stehen zu bleiben und morgen in aller Frühe, halt ich muss hier rum, loszufahren. Und damit ich mich morgen ein bisschen aufwecken kann, wenn ich da fahre und müde werde, wollte ich mir gerade einen Red Bull holen, aber die wollen hier 3,05 Euro
für eine Dose Red Bull ist mir dann noch ein bisschen zu viel. Jetzt habe ich gerade geguckt und da hinten ist so irgendwo so ein Edeka in der City. 9 Minuten zu Fuß. Und dann latsche ich jetzt lieber dahin. Und dann kaufe ich mir einfach eine Dose mehr. Habe ich schon wieder was gespart. Ich stehe jetzt da unten auf diesem Truck-Wash-Ding. LKW ist soweit sauber. Leider hat es an den Scheiben ein bisschen Schlieren gegeben vom Wasser, aber ja, ich komme jetzt halt nicht ran, um die Scheiben gescheit sauber zu machen. Das muss ich irgendwie noch irgendwo noch mal machen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Irgendwie. Und dann geht es morgen um 3 Uhr los, glaube ich. Ich habe jetzt von hier immer noch 400 Kilometer. Ich muss noch tanken. Und morgen mache ich dann ein bisschen Nahverkehr, so ein bisschen Papier durch die Gegend fahren. Deswegen brauche ich die Lenkzeit auch nicht so unbedingt morgen. Und ja, darum stehe ich jetzt da unten noch. Also von dem her ist es doch dann irgendwie doch alles wieder ganz gut. Ich habe da noch gegessen, einwandfrei. Da taucht das eh auf. Arg viel länger hätte ich auch nicht laufen können, weil alles, was länger ist als mein LKW, wird gefahren. Ne? So ist doch der Spruch. 9 Minuten Fußweg ersparen wir jetzt nämlich 2 Euro pro Dose. Es ist 3 Uhr morgens, es geht los. Ich habe erstaunlicherweise eigentlich ganz gut gepennt. Und jetzt hoffe ich mal, dass es ganz gut läuft. Ich muss ja noch tanken, zumindest ein paar Liter mal. Sowohl AdBlue als auch normalen Sprit. So, fahren wir hier rum raus, dann ist nicht so. Den Karren rumreißen. Jetzt sollte ich ja eigentlich ausnahmsweise mal nicht im Stau stehen, auch wenn ich noch auf der A7 fahren muss, ein ganzes Stück. Ich bin jetzt hier am Tanken. Ich muss allerdings noch mal irgendwie drehen oder so, weil AdBlue gibt es hier nicht. Das ist, ich glaube, das wäre eigentlich hier drin, aber ist abgesperrt, keine Ahnung. Ich muss jetzt hier noch eine halbe Stunde stehen, dann kann ich weiterfahren. Wie man sieht hier, das Waschergebnis, die Felgen glänzen wieder und der ganze Dreck ist unten. Das ist natürlich super. Leider hat das Wasser ein paar Spuren hinterlassen, da wo es nicht komplett abgetrocknet ist. Das sieht man da hier drüben zum Beispiel. Sind an der Seitenverkleidung halt ein paar so Schlieren. Ich weiß nicht, ob man es, ja genau, jetzt auf der Kamera sieht man es auch, diese Dinger da. Aber gut, mein, ist natürlich ein bisschen blöd, aber allzu schlimm ist es dann auch wieder nicht. Ich bin mittlerweile bei der Abladestelle angekommen und hier die Rampe ist echt super konstruiert. Man hat hier dieses Tor und da muss man da rückwärts ranfahren. Während man rückwärts fährt, geht ganz gerne mal das Tor wieder zu. Das ist also, ja, einfach nur durchdacht. Ich habe jetzt 2 LKWs vor mir, der noch, also der eine ist schon weg, jetzt noch der. Und dann fahre ich nach Bad Saulgau laden für Aalen. Und es wird heute schon wieder stressig mit Schichtzeit und so weiter, weil ich ja gestern nicht mehr so weit fahren konnte. Ja, das zieht sich dann halt immer durch. Ist ein bisschen nervig, aber so Tage gibt es halt auch. Das hat jetzt natürlich wieder gedauert. Da kann aber der Lagermensch nichts dafür, der war super nett. Die haben einfach zu viele LKWs auf einmal gehabt. Kann man nichts machen. Jetzt habe ich eine halbe Stunde zur Ladestelle, da bin ich genau um 12. Ich vermute mal, die haben da Mittagspause. Das heißt, ich werde dann erstmal noch mal ein bisschen rumstehen. Außer ich habe Glück und die laden mich trotzdem, aber das glaube ich momentan nicht. Ich habe jetzt Feierabend, ich stehe in Aalen. Hier habe ich schon mal Pause gemacht. Allerdings war das noch mit dem DAF, mit dem weißen DAF, wo ich die ganze Zeit in England war. Da stand ich schon mal hier. Ich mache morgen noch ein bisschen Nahverkehr und deswegen verabschiede ich mich jetzt mal hier für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal Schweden, aber es gibt in der nächsten Folge schon wieder neues Land, in dem ich noch nicht war. Also dranbleiben und auf die nächste Folge gespannt sein. Ich hoffe mal, ich krieg's dieses Wochenende geschnitten, das Video. Dann seht ihr das wahrscheinlich am Mittwoch oder am Sonntag. Das weiß ich noch nicht ganz genau, aber ihr seht es auf jeden Fall innerhalb der nächsten Woche. Und wenn ich es nicht schaffe, dann erst in 2 Wochen oder vielleicht auch nächstes Wochenende. Müssen wir mal gucken. Wenn euch die Folgen gefallen haben, dann ihr wisst ja, nein, die Folgen, ja doch, die Folgen auch, aber diese Folge, also die Folge hier auch. Ihr wisst ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und bis bald, macht's gut, haut rein, ciao.